Wie wohnen wir morgen? Nein, nicht morgen. Ich meine die Zukunft. Wie soll unser Leben in einigen Jahren oder Jahrzehnten aussehen? Schwierige Frage. Gucken wir erstmal aufs Hier und Jetzt. Wo wohnst du? In der Stadt oder auf dem Land? Wenn du auf dem Land wohnst, kennst du das Problem. Zur Schule und zum Einkaufen ist der Weg viel länger. Oft musst du extra in die Stadt und du hast Glück, wenn von deinem Dorf ein Bus dorthin fährt. Oder wohnst du in der Stadt? Hier sind die Wege zwar kürzer, aber es ist lauter, die Luft ist schlecht und die Straßen sind voll. Heutzutage wohnen viel mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Wir brauchen immer mehr Raum zum Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, zur Schule gehen und. Einfach neue Häuser bauen, sagst du? Dazu fehlt in vielen Städten der Platz. Darum sieht man sich heute verstärkt alte Gebäude an. Wie wir Menschen zeigen sie Anzeichen des Alters. Das fängt ganz klein an. Eine Fliese wackelt, Farbe bröckelt, erste Risse in einer Wand sind zu sehen. Und irgendwann muss was getan werden. Schon wegen der Einsturz- und Brandgefahr. Straßen und Brücken ergeht es ähnlich. Tausende Autos, Straßenbahnen und tonnenschwere Lastwagen rollen Tag für Tag über sie hinweg und nutzen sie ab. Genau wie die Häuser beginnen sie dann im Alter zu kränkeln. Und was dann? Dann entwickeln Forschende aus Architektur, Ingenieur und Umweltwissenschaften neue Ideen, um es zu retten und auf neue und bessere Weise zu nutzen. Oder sie überlegen sich, wie man an seiner Stelle ein neues, nachhaltiges Gebäude bauen könnte. Dazu forschen sie an Baustoffen, die möglichst lange halten. Aber gibt es nicht noch viel mehr in der Stadt? Schau dich um und sieh genauer hin. Es gibt Wiesen, Parks, Flüsse, Seen und unzählige Arten von Tieren, die in der Stadt leben. Wusstest du zum Beispiel, dass in einer Stadt mit 500.000 Einwohnern ungefähr genauso viele Vögel leben? Das Leben ist vielfältig, egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Und es gibt überall etwas zu erforschen und zu verbessern. Im Forschungsschwerpunkt Stadt der Zukunft arbeiten Forschende aus vielen verschiedenen Studiengängen. Willst du auch mithelfen, das Wohnen und Zusammenleben in Zukunft lebenswerter zu machen? Dann bleib neugierig und komm auf unsere Homepage. Die Technische Universität Braunschweig bietet Schülerinnen und Schülern auch schon vor dem Studium interessante Einblicke. Und außerdem, denk an das Kinder-Uni-Quiz auf der Website. Es gibt was zu gewinnen.